Herzlich willkommen zurück bei Colonel Origins. Die Verirren sind wieder da. Oder immer noch, oder schon wieder. Ich behalte das Rohr definitiv. Guck mal, wieder der lauert, der Penner. Auf jeden Fall kämpfen die taktisch. Gut, Nummer 1 ist weg. Und wo ist Kumpane Nummer 2? Was ich gerade extrem witzig fand, dass wenn er ihn, der ihn getroffen hat, der anderen auch erstmal ihn rübergegeben hat. Ist er das? Na klar. Nee, ist er nicht. Verdammt, das ist er. Ja, du Spinner. Die reagieren auf meine Lampe, kann das sein? Geräusche nicht. Immer schon ruhig. Ja, jetzt. Findet die Übersetzung ein bisschen Quatsch hier von dem, was wir machen. Aber egal. Wir haben sie geplättet. Und jetzt können wir uns auch mal hier in Ruhe umschauen, so wie ich es eigentlich machen wollte. Weil ich vermute, hier liegt auch irgendwo noch was rum. Oh. Ich glaube gar nicht, wie mir gerade die Pumpe geht. Na, Kollege? Hm. Ich verstehe, wo wir sind. So. Köpferchen. Und was haben wir hier noch Schönes? Schaufel. Nee, ich will doch hier das ja. Schaufel oder Rohr? Mehr Schaden, mehr erreichen. Ich habe mich ganz gut mit dem Gasrohr angefreundet. Probier jetzt aber doch mal. Die ist mir zu lahm. Guck mal hier, wie schön schnell. Nee. Ich bleib bei einem Dampfrohr. Oh. Weil ich denke, das könnte auf jeden Fall leichtere Kämpfe machen als. Oh, alter Schwede. Oh. gut, das Spiel hat mich gekriegt. Fast die Maus weggeflogen. mein Herz. Ich bin nur nicht mehr der Jüngste. Oh. Um Gottes Willen. Na gut. Noch so großkotzig angekündigt, ja, hier, ich spiele sowas nicht, weil mich überschreckt sowas nicht. Der war echt gut. Der war echt gut. Wenn sowas öfter kommt, mache ich auch ein kleines Video, aber naja, jetzt sag ich es wieder. Was soll mich schon noch groß erschrecken?
Frauen aus Türen sind nicht lustig. Weil, was sucht diese Frau da im Schrank? Schaufel. Ein Ventil. Das sollen wir doch auch bestimmt. Sollen wir bestimmt gar nichts damit machen. Na gut. Steamwolf. Und kann ich das jetzt hier nicht schon drücken? 100 Pro muss ich das gleich machen. Aha, die Schaufel. Ach, okay, jetzt. Guck mal, da ist wieder so eine von den Süßen. So wieder ganz viele von den Süßen. Gut, der zweite ist echt mein Favorit. Wenn man kein Explosionsgeräusch gab. Naja. Also wenn ich so ein platzendes Rohr gewesen wäre, ich wäre auf jeden Fall nie, ich hätte richtig ordentlich Rabatz gemacht. Aber unser Heilekiste hat überlebt. Das andere behalte ich mal noch. Wer weiß, was jetzt hier noch kommt. Abgesehen von einem U-Bahn-Schacht. Eine verlassene U-Bahn-Schacht. Ich komme über die alte im Schrank nicht weg. War das? Muss doch irgendwo noch was geben. Irgendwann hätte ich auch gerne mal alle Vögelchen. Wenigstens in einer Map. Oder einem Kapitel, muss man eher sagen. Unterliegt einer. Wird noch Schrot. Taser bereit?
Okay, der scheint tot zu sein. Für den Typi, oder was? Und für den Typi? Und für den Typi? Komm, mach dich selbst platt. Vergiss es. Oh Gott, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich sehe nicht. Komm, der Dicke. Wo ist der Dicke? Noch ein kleines Geschenk für dich. Schaufel. Hier ist er. Gut, der hat sich von selbst erledigt. Mann, ich will wissen, wie viel Munition ich hier immer habe. Seen one of these number 8 cars in years. Get a close up of the red circled area. It's hard to see. Yep. Im Wagen Nummer 8 einbrechen. Stehen vor Nummern? 8. Gut. Ne, da kommen wir nicht lang, oder? Nee. Unterhalb. Das da? Ich nehme bewusst oben die Schrotflinte nicht mit. Und durchriechen. Weil der hat ja die ganze Zeit auf uns geschossen. Und dann hat er nicht mehr. Also Schrotflinte. Dann hat sich das eher erledigt. Da gehe ich einfach davon aus, dass die leer war. Heißen. Oder lag das ja auch mit drin?
blind aufnehmen. Ach nee. Das war die andere. Hm. Dann gucken wir doch an dem anderen Wagen. Der jeder so eine Kiste haben. Die Seite schon mal nicht. Und die ist dichte. Bin ich jetzt so verwirrt? Der noch im Wagen? Oh Leute! Geht doch auch nix. Die Brechstange. Ready. Dust on the end of the crowbar is a common plaster mix. Pigmentation particles mixed in with the dust are of a soft pinkish hue. Department store dummies? You got it. Ah, ja. Ah, der Schraubenschlüssel des Monats. Ich verstehe es mit den Objekten nicht hier. Na egal. Gut. Warum wird hier nochmal gespeichert? Warum bewegt er sein Bein? Nur Wichser. Wisst ihr, was ich mache? Ich nehme jetzt die Schrott und hol mir eine neue Energie. Ich habe kaum noch was. Lass mal noch so einen dicken auftauchen hier. Einen dicken Feuerwehrmann. Dann sehe ich alt aus. Mal irgendwo hier habe ich noch was gesehen. Oder war es da unten irgendwo? Oh, komm. Das war klar. Jo, dann sage ich doch mal, wir besorgen uns das Brecheisen. Hoffen, dass damit auch der
das Kapitel zu Ende ist. Damit wir wieder volle Energie haben. Und dann schauen wir dann gleich in der neuen Folge, wie es weitergeht. Ach, so viel dazu. Wieder schön napplig drauf gewesen. Also ich werde wohl um eine Minute verziehen. Überziehen. Ich öffne das jetzt, hole die Schrotflinte und dann gehen wir weiter. Was habe ich jetzt hier krabbeln hören? Das hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn hier einer steht mit meiner Schrot, ey. Okay. Wie es weitergeht, sehen wir dann in einer neuen Folge von Condemned Criminal Origins.